Herzlich willkommen auf der Foscom hier im HS5. Heute spricht Dr. Stefan Barth über Remote Leadership Führung aus der Ferne. Viel Spaß dabei. Ja, guten Morgen zusammen. Stefan Barth ist mein Name. Ich bin Geschäftsführer der Tarent. Die regelmäßigen Foscon-Gänger werden die Tarent kennen. Ich glaube, wir sind von Tag 1 mehr oder weniger dabei gewesen, seitdem es diese Veranstaltung gibt. Immer wieder mit einem kleinen Stand. Dieses Jahr ja leider wieder nicht. Ich würde mich sehr freuen, nächstes Jahr da mal wieder stehen zu dürfen. Umso glücklicher bin ich, dass ich einen Vortrag halten darf. Heute zu dem Thema Remote Leadership. Führung aus der Ferne. Das ist ein Thema, was naturgemäß uns jetzt im Laufe der letzten 1,5 Jahre echt massiv beschäftigt hat, wie man vernünftig führen kann unter diesen Rahmenbedingungen. Das ist nicht trivial, da stellen sich halt plötzlich völlig neue Fragen, die eine Beantwortung suchen. Ganz kurz nochmal zu der Verspätung. Das war ganz allein meine Schuld. Ne? Das Organisationskomitee arbeitet optimal. Ich war schlichtweg nicht in der Lage, den richtigen Button hier bei BigBlueButton zu bedienen. Tatsächlich benutze ich dieses System relativ selten. Nachher komme ich aber auch nochmal auf technische Kompetenz und Benutzung von Videosystemen zurück. Da habe ich jetzt gerade kein gutes Beispiel für geliefert. Gut, warum reden wir überhaupt darüber? Ich mache mal einen Blick zurück in die Vergangenheit, wo Homeoffice auch immer mal wieder Thema war tatsächlich. Ich erinnere mich daran, als ich mich beworben habe zu meiner ersten Arbeitsstelle nach meinem Studium. Das war 1999. Da war ich bei einem Assessment einer Unternehmensberatung und bekam die Aufgabe, spontan einen Vortrag zu halten über die Vor- und Nachteile von Telearbeitsplätzen. Interessanterweise war das Rollenspiel dort so aufgebaut, dass der Arbeitgeber dafür war, Telearbeitsplätze einzurichten, und die Gegenposition war der Betriebsrat, der war dagegen. Heutzutage haben sich dort die Fronten doch so ein bisschen verschoben, darauf werden wir nachher auch noch so ein bisschen eingehen. Jetzt kurz Blick hier auf die Zahlen, Daten, Fakten. Hier ist es so ein bisschen differenziert nach Stellung im Beruf 2019, also ein Jahr, in dem Jahr vor der Corona-Krise, vor dem Beginn der Corona-Krise. Das ist relativ naheliegend, was man da sieht. Diejenigen, die Selbstständigen ohne Beschäftigte haben eine höhere Homeoffice-Quote gehabt oder haben das, haben es gehabt auch schon damals. Mithelfende Familienangehörige ist auch irgendwie naheliegend. Der in Anführungsstrichen normale Arbeitnehmer war da sehr, sehr schwach nur vertreten innerhalb dieser Gruppe der überwiegend Homeoffice nutzen, wobei hier überwiegend definiert ist als täglich oder mehr als 50% der Arbeitszeit. Insgesamt zu dem damaligen Zeitpunkt 2019 5,5% die genau in diese Kategorie fielen. 12,9%, die die Aussage getroffen haben, dass sie zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten. Wenn man jetzt auf aktuellere Zahlen blickt, die Zahlen in diesem Jahr rückwirkend in das letzte Jahr, das sind jetzt hier Informationen, die stammen aus von diesem Statistikportal Statista. Interessanterweise hier leichte Abweichungen bei den Zahlen vor der Corona-Krise. Am Ende geht aber hier aus der Darstellung auch nicht hervor, welche Kriterien die jetzt in letzter Instanz angelegt haben. 4%. Und im April schoss das dann auf 27%. Wir erinnern euch, im Ende März kam der erste, wir erinnern uns, Ende März kam der erste Lockdown. Dann sprangen die Zahlen auf 27%. Dann gab es im Sommer eine Abnahme, als die Lockdown-Rahmenbedingungen gelockert wurden. Und zum Herbst hin, als der zweite Lockdown kam, sprang es wieder auf ungefähr 25%. Interessant dabei, laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft sind fast 60% aller Arbeitsplätze ohnehin nicht Homeoffice tauglich. Auch da nicht ganz klar, was ist das Kriterium. Bei vielen Arbeitsplätzen kann man sich das vorstellen. In der Arztpraxis kann man schlecht remote arbeiten, wobei es gibt ja mittlerweile auch Teledoktoren, aber Einzelhandel funktioniert halt im Moment nur so. Produzierendes Gewerbe in den Fabriken muss man in letzter Instanz womöglich dann doch an der Maschine stehen. Das betrifft eine relativ große Anzahl an Arbeitsplätzen derzeit noch. Da reden wir über 60%. Vor dem Hintergrund ist so eine Quote von 25 bis 30% von tatsächlich im Homeoffice arbeitenden Mitarbeiterinnen schon eigentlich ganz erheblich, muss man sagen.
Interessanterweise auch im April letzten Jahres höher als im Frühjahr diesen Jahres. Im April letzten Jahres gab es keine gesetzliche Regelung, die darauf abzielte, dass die Unternehmen mit einem gewissen Druck versehen werden sollten, die Leute ins Homeoffice zu schicken, in diesem Jahr sehr wohl schon. Wenn ihr Fragen habt, werft die gerne auch einfach ein, ansonsten oder in den Chat, das versuche ich auch mal so ein bisschen im Blick zu behalten. Die letzte Folie zur Statistik, die finde ich eigentlich ganz interessant. Da sind zwei unterschiedliche Perspektiven darauf, was die Arbeit im Homeoffice für Auswirkungen hat. Auf der linken Seite sehen wir die Sicht der Arbeitnehmer nach einer Umfrage der DAK. Da behaupten 56%, dass sie die Arbeit im Homeoffice als produktiver empfinden. 77% wollen auch tatsächlich zukünftig das Homeoffice nutzen. Dabei ist nicht ganz klar, für wie viel Prozent der tatsächlichen Arbeitszeit, aber sie wollen es auf jeden Fall nutzen. Eine andere Perspektive haben hier Arbeitgeber. Das ist hier eine Umfrage, die durch die Stiftung Familienunternehmen im Frühjahr diesen Jahres durchgeführt worden ist. Dort sagen lediglich 6% der Arbeitgeber, dass sie glauben, dass die Arbeit im Homeoffice produktiver wäre. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, wenn man diese beiden Zahlen gegeneinander hält. Letztendlich sind sogar 27% der befragten Unternehmer aus dieser Studie heraus der Überzeugung, dass die Produktivität sogar sinkt im Homeoffice. Ich weiß, dass es mittlerweile auch andere Betrachtungsweisen gibt darauf. Womöglich mag auch diese Stiftung, wenn die in ihrem Klientelumfeld sich bewegt hat in der Umfrage und überwiegend Familienunternehmen gefragt haben, auch so einen relativ negativen Bias im Hinblick auf die Produktivitätseinschätzung haben. Nichtsdestoweniger, diese Wahrnehmung, die habe ich tatsächlich in meinem beruflichen Umfeld auch erlebt, dass die Führungskräfte in aller Regel wesentlich skeptischer waren bezüglich der Effizienz der Mitarbeiter im Homeoffice beziehungsweise der Produktivität als die Mitarbeiter selbst. Das vorweggestellt der eigentlichen Fragestellung, was macht das mit der Führung einer Organisation, wenn man dieser Situation ausgesetzt ist, dass die Mitarbeiter nicht mehr so in unmittelbaren Zugriff im eigenen Umfeld sich bewegen. Ich habe mal versucht, das in drei Kategorien aufzuteilen. Als erstes eigentlich eine Trivialität, der fehlende persönliche Kontakt. Man muss über nicht vertraute Medien kommunizieren. Die allermeisten Unternehmen, auch Konzerne, mit denen wir zusammengearbeitet haben in der Vergangenheit, zusammenarbeiten, für die war Videokonferenz kein täglich Brot. Für uns eigentlich auch nicht in der Form, auch wenn wir das immer wieder mal genutzt haben. Letztendlich gehen mit dieser Kommunikationsform, also diesem neuen Medium, über das man kommuniziert, und anderen Medien, die dann plötzlich noch dazukommen, wie dann irgendwie ein digitales Whiteboard oder ähnliche Themen, entstehen neue Interaktionsmechanismen, an die muss man sich erstmal gewöhnen. Die präsenzbasierten Arbeitsroutinen schlagen fehl. Man merkt dann in so einer Situation, wie digital man wirklich ist in seinen Arbeitsabläufen. Alles, was darauf basiert, dass ich eine Akte von A nach B transportiere, das funktioniert dann halt einfach nicht. Dann erzwinge ich auf die Art und Weise im Zweifelsfall auch wieder eine Anwesenheitspflicht. Also ich war vor 2 Jahren bei Gericht, so einen formalen Vorgang, und saß im Flur und wartete dort und sah wirklich, und da dachte ich mir wirklich, also ich habe mich damit nie beschäftigt, dass es das wirklich noch so gibt. Da war eine Dame, die fuhr die ganze Zeit so ein Rollwagen mit Akten durch die Gegend und damit in die Büros rein und reichte sie weiter. Wir kommen gerade feststellen. Hier gibt es Kommentare noch im Chat. Habt ihr wahrscheinlich gesehen. Den zweiten von Spock verstehe ich tatsächlich selber nicht. Der erste bezieht sich wahrscheinlich genau auf die auf die Diskrepanz der Einschätzung von Arbeitnehmer zu Arbeitgeber im Blick auf die Produktivität. Zu guter Letzt, Aufweichung der Sphärentrennung privat-beruflich, das hat mehrere Dimensionen. Einerseits ist es so, dass die Mitarbeiter damit zu kämpfen haben. Denn es ist ja nicht unbedingt jedem vergönnt, irgendwie einen ruhigen Arbeitsraum zu haben. Im Zweifelsfall sitzt man am Küchentisch und die Kinder springen um einen rum. Dabei Konzentration und Arbeitsfähigkeit zu erhalten, ist nicht ganz trivial. Gerade wenn das halt in so einer zwanghaften Situation steht, dann springen die Kinder rum. Ich sagte es schon, ne, in der speziellen Situation, die wir
im letzten Jahr erlebt haben, hoffentlich diesen Herbst nicht wieder erleben, sind dann die Kinder im Zweifelsfall auch die ganze Zeit um einen rum und man muss neben der Tatsache, dass man arbeiten möchte, auch noch die Kinderbetreuung aufrechterhalten. Und es ist auch so, dass natürlich als Führungskraft man sich dieser Spannung bewusst ist oder bewusst wird, im Zweifelsfall auch Einblicke in die private Sphäre der Mitarbeiter bekommt, die man so nicht bekommen hat, kriegt ihr jetzt gerade auch. Na, man kann natürlich irgendwelche Hintergründe jetzt dazwischen schalten. Trotzdem passiert es dann, dass demjenigen, mit dem man gerade spricht, dann die Katze gerade auf den Schoß springt, dann sich aus dem Nichts herausschält. Das sind so Situationen, die man aus dem täglichen Arbeitsumfeld natürlich in der Form nicht kannte. Ich gehe mal im Einzelnen auf diese Themen ein. Ganz kurz noch zu dem Statement, was ich gerade eben noch vorne weggestellt habe. Die These ist, die ich jetzt noch ein bisschen folgen werde, dass das tatsächlich nicht nur durch Mechanik zu lösen ist, diese ganze Herausforderung, sondern es tatsächlich auch einer Veränderung des Mindsets der Führungskräfte bedarf. So, der erste Punkt, Technik im Griff, habe ich ja eben gerade schon in kläglicher Weise bewiesen, dass das nicht immer gelingt. Beherrsche die verschiedenen Konferenzsysteme, leite Mitarbeiterinnen selbstbewusst an und akzeptiere auch die Schwierigkeiten anderer. Wir sind hier eine sehr technisch orientierte Klientel, für euch dürfte das alles kein großes Problem sein. Wir entwickeln ja Software für unsere Kunden. Deswegen sind wir eigentlich gezwungen, durchaus auch mit den Konferenzsystemen zu arbeiten, die unsere Kunden dann in letzter Instanz zur Verfügung stellen. Dann hat man ein breites Spektrum an der Hand. Wenigstens das System, womit man mit seinen Mitarbeitern spricht, das sollte man natürlich beherrschen. Das ist wahnsinnig wichtig, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch allergrößte Probleme mit haben. Also wir haben jetzt neulich erst noch Situationen gehabt, wo wir Coachings angeboten haben für Mitarbeiter von Fremdunternehmen, die dann wirklich größte Schwierigkeiten haben, dann diese Systeme in den Griff zu kriegen und das tatsächlich auch noch nach über einem Jahr. Man muss sich überlegen, wie erreiche ich die Leute überhaupt? Welche Kontaktpunkte hast du? In der Vergangenheit, gerade in großen Unternehmen, ist es üblich, in Meetings zu gehen, weil Anwesenheit zählt. Das ist zum Beispiel etwas, was unter Corona-Bedingungen noch mal deutlicher wird, wie schwachsinnig das ist. Wenn 10 Leute in so einem Meeting sind, da wird der eine im Zweifelsfall gar nicht wahrgenommen, wenn er keinen Beitrag leistet. Liegt ja in der Natur der Sache, dass diese Videokonferenzen der große Gleichmacher sind. Wenn ich da reingehe und nichts zu sagen habe, dann kann ich es mir auch sparen, dabei zu sein. Das ist eine Mechanik, die in vielen größeren Konzernstrukturen sehr fremd ist. Dort geht es darum, im Zweifelsfall auch nur zuzuhören und Position zu beziehen. Position beziehen als physische Erscheinung in einem Raum gelingt viel einfacher, als Position zu beziehen als kleines Icon innerhalb einer Videokonferenz. Man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass das asynchrones Arbeiten viel mehr Gewicht bekommt, dass man sich nur kurz abstimmt und dann tatsächlich wieder sozusagen in die persönliche Klausur geht, um vorwärts zu kommen. Dass diese großen Austauschflächen nicht mehr in der Weise stattfinden müssen, zwangsläufig. Und zu guter Letzt, das ist etwas, was bei mir zum Beispiel auch E-Mail-Kommunikation intern nahezu vollständig abgelöst hat, die Nutzung von Chat als Kommunikationsmittel. Das erscheint euch wahrscheinlich auch völlig selbstverständlich. Da möge man mal mit großen Unternehmen reden, die haben da unglaubliche Schwierigkeiten. Ich habe die Diskussion geführt im Frühjahr diesen Jahres noch, dass das mit dem Betriebsrat erstmal zu vereinen ist, dass man ein neues Kommunikationsmittel einführt und das zieht dann Regelzyklen nach sich, die sind ein halbes Jahr oder länger. Man muss auch sich überlegen, wie ich mir sozusagen die Gesamtmitarbeiterschaft erreiche. In der Vergangenheit hat man halt durchaus so Townhall-Veranstaltungen gemacht, das haben wir auch gemacht, typischerweise einmal im Quartal, da kamen so 50 bis 60% der Mitarbeiter. Da hat dann die Geschäftsführung vorgetanzt, in den vergangenen 2 Jahren haben wir das schon ein bisschen geöffnet, dass auch Mitarbeiter dort Beiträge geliefert haben und es nicht nur sozusagen eine Geschäftsführungsveranstaltung war. In der Corona-Krise haben wir das anders gemacht.
Da haben wir ein Gremium gegründet, eigentlich schon sehr, sehr früh mit Beginn des ersten Lockdowns, was sich um die Kommunikation kümmern sollte, dass wir irgendwie alle mitnehmen in der Organisation. Haben dann wöchentlich ein sogenanntes Remote Town Hall durchgeführt, eine Stunde lang. Und das Programm wurde eigentlich von dem Team zusammengestellt. Da kam auch immer ein Beitrag aus der Geschäftsführungsrichtung, wo es um Wirtschaftlichkeit und Risikomanagement ging. Auch bei uns war es nicht so klar, ob wir so gut durch die Krise kommen, wie es dann am Ende der Fall war. Aber das zog richtig. Man merkte, die Leute fanden das großartig, erstens so viele Informationen bekommen, zweitens sich auch selber dort präsentieren zu können, sodass wir in aller Regel bei ungefähr 200 Mitarbeitern, die wir Anfang letzten Jahres waren, eine Beteiligungsquote von 120 bis 130 und das wöchentlich erzielt haben. Das soll dann auch Spaß machen, so gut es eben geht. Das funktioniert natürlich nicht immer. Witze machen, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, über Videokonferenz hat so seine Schwierigkeiten. Aber es gibt auch dort durchaus Möglichkeiten, die Sachen ein bisschen aufzulockern. Auch da zum Beispiel Niedergewöhnung an neue Kommunikationsmechanismen. Wenn man den Chat parallel dann dazu verwendet, um vielleicht mal einen Scherz zu machen, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut. So, das ist hier der Aufbau, den ich bei mir in meinem Homeoffice hatte, bis gestern eigentlich. Ich habe gestern den Schreibtisch abgebaut, deswegen seht ihr mich jetzt hier aus einer anderen Perspektive. Am Anfang habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht darüber, wie ich rüberkomme. Ich habe über Wirtschaftlichkeit und Risikomanagement gesprochen und ihr seht hier in dem Foto unten eingebettet, unten links, ist ein Screenshot aus einer Videoaufzeichnung, aus dem Anfang der Corona-Krise. Und mit diesem Erscheinungsbild sprach ich über Wirtschaftlichkeit und Risikomanagement. Das kommt jetzt nicht so richtig cool rüber, muss man ehrlich sagen. Ne, das hat schon ein bisschen was von Lord Voldemort. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass man so ein Mitarbeitergespräch führt. Das ist schlecht. Dann macht man die Kamera besser aus. Ich bin da auch tatsächlich auch von Mitarbeitern darauf hingewiesen worden und habe dann angefangen, hier tatsächlich hier mit so einem Ringlight und so einem, ja, Captain Picard, danke. Das ist ein, trage ich als Kompliment. Mit Ringlight und Tageslichtlampen mich ein bisschen auszuleuchten. Dann kam das Bild rechts zustande, ist jetzt keine gute Qualität, aber es vermittelt doch einen freundlicheren, offeneren Charakter als das linke. Das sollte man seinen Mitarbeitern auch sagen. Ne? Auch zum Beispiel die Kameraperspektive. Weißt du, ich unterhalte mich äußerst ungern mit jemandem, von dem ich die ganze Zeit die Nasenhaare sehe, weil die Kamera irgendwie so von unten ins Gesicht reingeht. Das macht auch wenig Spaß, ne? Dass man die Mitarbeiter dort auch anleitet, dass sie sich offen präsentieren, denn am Ende nur über diese direkte Kommunikation, dass man den anderen auch klar erkennt und klar versteht, kann man ein bisschen was von dem retten, was man sozusagen an Stimmungen aufnimmt, was typischerweise in einem präsenzbasierten Meeting möglich ist. Ja. So, die persönliche Beziehung. Dieser regelhafte Austausch, und zwar völlig unabhängig von den Fragen des Arbeitsfortschritts, der ist wahnsinnig wichtig. Das haben wir bei uns sowieso schon kultiviert. Also wenn ich meine Mitarbeiter treffe, dann rede ich mit denen über Gott und die Welt und wie es ihnen geht und natürlich auch über Herausforderungen bei der Arbeit, wenn sie darüber sprechen wollen, aber ich frage keine Leistungen ab. Das finde ich unnötig. Das ist hier nochmal viel wichtiger, weil die Leute natürlich auch nebenläufig gerade in der Anfangsphase dieser Zeit mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind als den Fragen der Arbeit. Und sie schätzen das wahnsinnig, wenn man daran dann auch Anteil nimmt. Das kann man sehr kurz und kompakt halten. Die Aufmerksamkeitsspanne ist sowieso kürzer bei Remote-Meetings, gerade wenn auch viele da sind, wenn man mit mehreren gleichzeitig spricht. Das Tückische an der Videokonferenz ist, dass man ja sich ebenso gut, wie es ungünstig ist, dass man vielleicht nicht herausstricht in der Anwesenheit. So ist es natürlich gleichzeitig auch ein Segen, weil man einfach irgendwas nebenbei machen kann und das Thema an einem so vorbeiplätschert. Deswegen lieber kurz und kompakt mit den Leuten reden, fokussiert sein und die Themen auf den Punkt bringen, sodass die Aufmerksamkeitsspanne nicht überzogen wird.
und die Mitarbeiterinnen nicht abdriften und irgendwas nebenbei machen. Letztendlich, wenn es wirklich schwierig wird, das ging auch immer, einen Spaziergang gemeinsam machen, ist sehr hilfreich und schafft auch tatsächlich nochmal ganz neue Eindrücke. Ich hatte da eine sehr interessante Erfahrung am Anfang dieses Jahres. Das war jetzt nicht aufgrund einer Krise, sondern einfach so. Wir haben einen Mitarbeiter eingestellt im letzten Jahr, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Immer wieder mehrere Meetings die Woche und man kannte sich nur über Videokonferenzen. Anders habe ich den Kollegen nicht kennengelernt. Und ich sah immer nur den großen Kopf, der hatte ungefähr so, hat er die Kamera eingestellt. Und irgendwann meinte er mir, Mensch, Stefan, wäre doch mal schön, dass man, wenn man sich persönlich kennenlernen könnte. Ne? Und da waren dann die Gastronomien auch schon außen offen, haben uns draußen auf ein Bierchen getroffen. Und ich stellte fest, hatte mir den immer total klein vorgestellt, dass der einen halben Kopf größer ist als ich. Das war total seltsam. Der Mensch hat dadurch auch nochmal eine ganz neue Erscheinung bekommen. Ich glaube, das ist einfach wichtig, wenn man tatsächlich dann über Herausforderungen redet, ne, dass man merkt, da kommt einfach noch viel mehr rüber in der Präsenz, dass man dann auch wirklich die persönliche Konfrontation physisch sucht. So, ein ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf Kommunikation für Führungskräfte ist das Thema Machtsymbolik. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das aus euren Unternehmensumfeldern kennt. Ich kenne das von unseren Kunden durchaus. So Sachen wie der Chef kommt immer zu spät. Man hat ein Meeting, der Chef kommt zu spät. Bei Videokonferenzen habe ich tatsächlich erlebt, führt das dazu, dass die Leute trotzdem schon anfangen. Da wird nicht auf den Chef gewartet. In der Präsenzveranstaltung war das in der Vergangenheit ganz anders. Ja, auch so Sachen wie, ich setze mich an den Tisch. Ich erwarte, dass ich das letzte Wort habe. Gerade bei größeren Gruppen funktioniert eine Videokonferenz ja auch nur gut mit einer vernünftigen Moderation. Wenn der Moderator es einigermaßen drauf hat, und das nur so habe ich das in der Vergangenheit tatsächlich auch erlebt, hat man als Chef keine größeren Möglichkeiten, sich nach vorne zu spielen. Es gibt ja auch kein Konferenzsystem, wo man sich selber irgendwie größer stellen kann als die anderen, außer auf dem eigenen Bildschirm vielleicht, aber dass man sozusagen den Chefknopf hat, ich bin der Chef, dass man wichtiger erscheint. Dieses Pendant dazu, ich setze mich an den Kopf eines Tisches, ne, dass der Platz irgendwie für mich vorbehalten ist. Das alles entfällt und wenn man wirklich eine halbwegs natürliche Autorität hat und auch was zu sagen hat in den Veranstaltungen, in denen man mitwirkt, dann braucht man das tatsächlich. So, gibt es dazu Fragen? Da gibt es noch ein paar Kommentare. Genau, ja, richtige Feststellung, das ist bei den Videokonferenzen auch gar nicht so stört, wenn Leute reinkommen. Tatsächlich erscheinen die dann plötzlich und verschwinden wieder. Das hat nicht den gleichen Effekt, wie jemand in einen Konferenzraum reinstolpert und sich einen Platz sucht. Arbeitsroutinen, Digitalisierung. Das ist etwas, was tatsächlich eine ganz große Herausforderung war, wie wir festgestellt haben, in der Anfangsphase bei unseren Kunden überhaupt kommunikationsfähig zu sein. Ich erinnere mich daran, einer unserer großen Kunden hier aus Bonn, der hatte initial größte Schwierigkeit. Der hatte natürlich auch schon, die Mitarbeiter hatten Laptops in der IT, das schon. Und die konnten auch per VPN im Prinzip arbeiten, aber das VPN war zentral gehostet irgendwo, der Konzentrator. Der war nicht in der Lage, die Anzahl der Verbindungen aufzunehmen. Dann wurden verschiedene VPN-Knoten aufgemacht. Da musste man, wenn man mit so einem System arbeitete, sich aussuchen, welchen VPN-Knotenpunkt man denn als Ziel auswählen wollte und musste Glück haben, dass man auf einen traf, der nicht überlastet war, der die Verbindung überhaupt angenommen hat. Dann konnte man kein Bild verwenden am Anfang, weil das System auch dort Überlastungserscheinungen zeigte. Ich habe Kontakte zu der Stadt Bonn, habe mit der Wirtschaftsförderung gesprochen, die mir dann im Juni letzten Jahres sagten, dass sie jetzt langsam videokonferenzfähig würden. Dann sieht man, da gab es einen ungewollten Schub. Und der war in vielen Institutionen tatsächlich auch zu langsam aus meiner Sicht. Und hat auch dazu geführt, dass, glaube ich, viele Führungskräfte sich völlig überfordert fühlten.
Ja, was auch wichtig ist, ist das Thema Governance-Prinzipien dabei. Das hat man gerade auch in der öffentlichen Diskussion gehabt. Im Zweifelsfall muss man dann auch einfach mal fünfe gerade sein lassen und sich die Frage stellen, bevor ich jetzt keinen Austausch mit meinen Leuten habe, welche Daten gebe ich jetzt zum Beispiel aus Datenschutzaspekten wirklich preis? Ja, und das muss ja nicht die dauerhafte Lösung sein. Und bevor ich gar nicht reaktionsfähig bin und wie der Ochs vom Berg stehe, mache ich im Zweifelsfall etwas, was vielleicht, je nachdem, was ich dort für Informationen drüber fließen lasse, problematisch ist. Dann ist es aber einfacher, dafür ein Bewusstsein zu wecken und zumindest einen Arbeitsmodus aufzubauen, als zu sagen, Leute, es geht halt einfach alles nicht und deswegen nehmen wir den Hörer mit das Telefon mit der Wählscheibe. Die persönlichen Routinen. Das ist auch wieder so ein typisches Chefding, was ich aus unserem Umfeld kenne. Da gibt es zum Beispiel einen Manager, den ich schon etwas länger begleite, der hat folgende Arbeitsweise kultiviert. Wenn er eine Präsentation erstellt, dann erstellt er die selbst, dann erklärt seinem Assistenten, was er da gerne haben möchte. Dann erstellt der die Präsentation, dann wird die ausgedruckt, die Präsentation. Dann gibt es einen Termin, dann setzt man sich zusammen und dann korrigiert der Manager die Präsentation, der Assistent nimmt die korrigierten Papiere mit, bearbeitet es wieder und es geht in die nächste Iteration. Muss man sich mal überlegen, wie übersetze ich diese Arbeitsroutine in eine digitale Welt, wo jeder im Homeoffice sitzt. Das wird schon ziemlich schwachsinnig, muss man sagen. Und es wurde dann tatsächlich auch nicht so gehandhabt. Da merkt, ich glaube, in der Situation wurde dann den Menschen selber klar, dass das ein Problem ist. Aber man muss auch sagen, derselbe Manager hat sehr, sehr früh angeordnet, dass die Leute wieder ins Büro kommen. Ihr erinnert euch an die Statistik, die ich heute vor ein paar Minuten gezeigt habe, wo nach dem ersten Lockdown es tatsächlich auch ganz stark wieder abnahm, die Homeoffice-Nutzung. Das war mit Sicherheit einer der Treiber für eine solche Entwicklung. Zu guter Letzt, glaube ich, ist es sowieso so, ne, wenn man dann zu Hause sitzt, da klärt sich plötzlich, was man selber auch im Zweifelsfall leisten kann. Ne, so Sachen wie Terminkoordinierung. Das kann man selber machen. Da braucht man niemanden, der im Vorzimmer sitzt, der das tut. Es geht nicht darum, diesen Menschen wegzurationalisieren, sondern ihm vielleicht interessantere Aufgaben zu geben, die seinen Fähigkeiten eher entsprechen, als Terminkalendereinträge von A nach B zu schieben. Ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist auch der Grund aus meiner Sicht, das wurde ja eben auch schon im Chat kommentiert, dass die Arbeitgeber dort größte Schwierigkeiten haben, zumindest ein Teil der Arbeitgeber, größte Schwierigkeiten haben, da ruhig zu schlafen, wenn die Mitarbeiter alle im Homeoffice sind. Das ist dieser Kontrollverlust. Der ist faktisch zu akzeptieren, denn in erster Instanz war es ja sowieso nur eine Scheinkontrolle, die man ausgeübt hat durch Präsenz. Ob jemand gute Arbeit leistet oder nicht, kann ich nicht an der Anzahl seiner Raucherpausen abzählen. Genauso wenig kann ich das danach gewichten, ob er wie viele Überstunden er macht, ob er um 18 Uhr noch im Büro sitzt oder eben auch nicht. Na, das sind sehr, sehr äußerliche Kriterien, die man da anlegt, die nichts mit den Ergebnissen zu tun hat. Ergebniskontrolle, wenn man das denn unbedingt möchte, kann man remote genauso durchführen. Es ist eher so ein latentes Misstrauen gegenüber den Menschen, was tatsächlich scheinbefriedigt wird durch den physischen Kontakt. Da kann man, ich finde, das ist ein hervorragender Anlass, gerade als Führungskraft, sich in der Situation zu hinterfragen, wie sinnvoll ist das überhaupt und brauchen diese Menschen, die da in meinem Umfeld arbeiten, überhaupt diese Form der Kontrolle? Oder kann ich ihnen nicht einfach vertrauen? Und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Da greifen die beiden vorgenannten Aspekte so ein bisschen zusammen. Wenn ich digitalisiere, dann schaffe ich typischerweise halt Daten. Die Daten kann ich teilen. Und sofern das halt datenschutzrechtlich und vertragsrechtlich gerechtfertigt ist. Bei uns ist zum Beispiel so, dass wir ein sogenanntes Transparenzprinzip im Unternehmen haben. Alle Informationen, die nicht aufgrund irgendwelcher Kundenbedingungen oder rechtlich nicht geheim sein müssen, die sind halt auch einfach öffentlich. Und
das ersetzt sehr, sehr viel diesen Kontrollaspekt. Diese Öffentlichkeit betrifft im Übrigen auch die Daten, die jetzt zum Beispiel seitens der Geschäftsführung erzeugt werden, unter denselben Restriktionen. Und diese Transparenz allen zu gewähren und von allen einzufordern, führt auch dazu, dass man eigentlich, wenn man denn will, auch Kontrolle ausüben könnte. Aber man stellt fest, das tut man dann eigentlich auch gar nicht mehr. So, kommen wir zum Thema Sphärentrennung. Privat und beruflich. Die Mitarbeiter in so einer Situation darauf zu verpflichten, irgendwie von 8 bis 17 Uhr mit Mittagspause zu arbeiten, ist natürlich totaler Humbug. Ne? Da ist es einfach wahnsinnig wichtig, den Leuten die Freiheiten zu geben, dann zu arbeiten, wenn sie arbeiten wollen und es ihnen auch zu ermöglichen. Ich habe mit einer Freundin gesprochen, die hatte tatsächlich die absurde Situation, dass bei denen es üblich war, es war mir gar nicht klar, dass das im Jahr 2021 noch denkbar ist. Die hatte allerdings auch keinen Laptop an ihrer Arbeitsstelle, sondern einen Desktop-Rechner. Der musste dann erstmal nach Hause transportiert werden und verbunden werden, einen VPN-Zugang bekommen. Das ging eigentlich tatsächlich sogar relativ schnell, aber dann war es so, dass der zentrale File-Server, auf den alle zugriffen, abends ab 18 Uhr runtergefahren wurde. Das war halt so. Das musste man dann ändern, weil man feststellte, es gibt Menschen, die halt Kinder zu Hause haben, die schaffen es dann tagsüber nicht, ihren Kram zu machen. Und denen wollte man dann ermöglichen, auch kann man auch darüber diskutieren, wie human das ist, dann abends und nachts zu arbeiten und hat dann die Laufzeit der Zugänglichkeit des File-Servers auf 22 Uhr verschoben. Der GuestMax 173 sagt richtigerweise, Pause muss man ansprechen. Das stimmt. Also vielleicht auch, das passt auch gut in den Kontext Arbeitszeit. Ab Mitte letzten Jahres haben wir in jedem dieser Remote Town Hall Meetings unsere Leute bekniet, also wirklich darauf zu achten, dass sie nicht zu viel arbeiten. Denn wir beobachteten bei uns folgenden Effekt. Die meisten Softwareentwicklungsprojekte, in denen wir tätig sind, werden nach Time and Material abgerechnet. Und das war natürlich ein Segen für uns an der Stelle, weil die Leute tatsächlich viel mehr gearbeitet haben, als wir das typischerweise erwartet haben. Das funktioniert aber nicht auf Dauer, ne? Also das ist ja wirklich tief frustrierend. Du sitzt zu Hause, hast keine Sozialkontakte, im schlimmsten Fall auch noch eine akute Bewegungsarmut und dann arbeitest du auch noch die ganze Zeit und es wurde kein Urlaub genommen. Ne? Immer in der Hoffnung, das Thema ist bald vorbei und dann können wir ja alle gemeinsam in Urlaub fahren. Das geht natürlich im Unternehmen auch nicht, dass dann alle plötzlich auf einmal in Urlaub fahren. Das heißt, wir haben die Leute dazu wirklich bekniet, dass sie ihren Urlaub nehmen, damit sich einerseits dieser Berg nicht aufbaut, aber andererseits auch die notwendigen Erholungspausen dann genommen werden. Was ganz wichtig dabei ist, ne, das ist sowieso so ein Punkt, wir tendieren immer noch, das ist immer noch so eine alte Schule unter Führungskräften, Mitarbeiter anhand von Anwesenheit und an Zeiten zu messen, sagte ich eben gerade schon. Das spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, aus meiner Sicht, gerade noch viel weniger in so einer Situation, wenn die Leute nicht vor Ort sind. Entscheidend sind die Arbeitsergebnisse, das sind sie immer. Ne? In so Konstellationen, wo nach Zeit tatsächlich eine Kundenabrechnung erfolgt, ist das natürlich doof, ne? Weil da wird zeitgleich Qualität gesetzt. Ein Thema, wo wir auch schon intensiv drüber nachgedacht haben, ob man da irgendwann vielleicht mal zu anderen Ergebnissen kommen kann. Aber das ist leider derzeit noch genauso üblich. So, flexible Terminplanung. Ne? Das war jetzt natürlich ein spezieller Corona-Effekt, der zieht sich aber immer noch so ein bisschen durch, dass die Leute einfach Zeiten haben, wo sie nicht da sind. Ne? Und dass man da auch Rücksicht drauf nimmt. Das ist auch etwas, was zum Beispiel auch mit Problemen in vielen Unternehmen darstellt im Hinblick auf Teilzeitler. Ne? Also wenn man je nachdem, wie das Unternehmen konstituiert ist, wenn du Teilzeit arbeitest, kann es dir passieren, dass dir eigentlich schon allein deswegen Karrierewege verbaut sind, weil du an bestimmten Veranstaltungen einfach aufgrund deiner Teilzeitkonstellation niemals teilnehmen kannst, was totaler Unfug ist, weil nur weil du Teilzeit bist, kannst du ja nicht, das schränkt es ja nicht ein, dass du wertvolle Beiträge leistest. Das heißt, es macht immer Sinn,
darauf wirklich ganz bewusst Acht zu nehmen, wann stehen die Menschen eigentlich, wann können sie plausiblerweise zur Verfügung stehen und dort vor dem Hintergrund auch sehr flexibel die Arbeitszeiten zur Hand haben. Wenn dann sich ein Team darauf einigt, ja, dann treffen wir uns halt einfach mal um 19 Uhr für ein Stündchen, weil das allen gerade am besten mit Kram passt, dann macht man das. Das ist dann ja kein Problem, sofern die Leute nicht daraus ableiten, dass sie dann von morgens um 7 bis abends um 19 Uhr durcharbeiten müssen. So, ja gut, das ist jetzt auch etwas, was sich ganz speziell aus der Krisensituation ergeben hat, flexibel zu reagieren und auf individuelle Notlagen auch wirklich eigene Antworten zu finden. Ja, zum Beispiel deutete das eben schon an, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin morgens im Homeschooling gefesselt ist. Dann zu sagen, ja, kein Problem, dann machst du morgen Homeschooling, dann arbeitest du abends noch bis 23 Uhr, das ist dauerhaft keine gute Lösung. Denn die Kinderbetreuung des Homeschooling, da kann man die These durchaus berechtigt aufstellen, das mag genauso anstrengend sein, die Arbeiten selbst. Dann ist es viel besser zu sagen, Leute, wir geben euch, die in dieser Situation seid, ihr kriegt einfach 5 Tage Sonderurlaub, die ihr dann aufteilen könnt dafür. Und wenn das nicht reicht, dann sprecht mit eurem Vorgesetzten, dann gucken wir weiter. Das zu erzwingen, dass die Leute sich kaputt arbeiten, das macht an der Stelle keinen Sinn. Das kostet das Unternehmen relativ wenig, ne? Deswegen habe ich hier geschrieben, entscheide nach Kriterien des leistbaren Verlusts. Das kostet das Unternehmen relativ wenig. Die Rückzahlung durch die Mitarbeiter, die ist enorm, weil die fühlen sich dann in ihrer Notlage gestützt. Und so muss es in letzter Instanz auch sein. So, was kann man dadurch erreichen? Zu guter Letzt. Wir haben jetzt im Januar eine Mitarbeiterumfrage. Die hat dann in diesem Jahr, im Januar 2021, den Rückblick geliefert auf das Corona-Jahr. Und wir waren echt ein bisschen gestunt von dem Ergebnis. Das System funktioniert so, dass wir immer dieselben Fragen stellen natürlich, damit wir überhaupt eine Vergleichbarkeit haben über die Jahre. Und die Fragen sind tatsächlich jetzt seit 2015 schon sich mit geringen Veränderungen sehr, sehr ähnlich, beziehungsweise überwiegend gleich. Und da sieht man hier die verschiedenen Kategorien. Und oben sozusagen die absoluten Werte, die mittlere Zustimmung, die ist überall über 80%, was schon echt gut ist. Ne? Und das in einem Jahr, wo wir auf Videokonferenzen angewiesen waren. Orientierung und Führung, Weiterentwicklung und Kommunikation bei im Mittel 85%, auch im Arbeitsalltag bei Mittel 85%, Arbeitsklima und Gesundheit bei 90%. Und das angesichts der Tatsache, dass man sich nicht gesehen hat. Das zeigt, dass das gut gelungen ist, ne, mit den Andeutungen der Mittel, die wir eingesetzt haben jetzt im Laufe der letzten Dreiviertelstunde. Tatsächlich haben wir wahrgenommen, auch schon im Laufe des Jahres, dass das Commitment gestiegen ist der Leute, weil sie gemerkt haben, wie zugewandt sich plötzlich das Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern gezeigt hat und welche Investitionen man getätigt hat in diesen Themenkomplex Führung der Leute, Begleitung, Führung auch im Sinne von Begleitung und Unterstützung der Leute aus der Ferne. Ich selber habe da wahnsinnig viel gelernt bei, insbesondere das Thema Unternehmenskommunikation. Da habe ich ja 2, 3 Sätze zu gesagt. Das haben wir völlig neu gedacht. In der Vergangenheit haben die Mitarbeiterinnen zu Recht immer gesagt, ey Mensch, wir kriegen hier nichts mit. Es gibt einen Blog, es gibt einen Chat, es gibt Townhall-Veranstaltungen. Wo sind eigentlich welche wichtigen Informationen zu finden? Die Notsituation mit allen eigentlich nur über dieses Medium zu kommunizieren, hat dazu beigetragen, dass wir das total kanalisiert haben und zugespitzt haben und tatsächlich damit jetzt viel mehr geschafft haben, die Leute zu erreichen. Wenn man jetzt unten auf die Liste guckt, das sind die Steigerungen der Zustimmung, ne, da ist auch eine ganze Menge bewegt, gutes Gehalt ist unabhängig von Corona, die Ziele des Unternehmens sind klar,
ich fühl mich einbezogen. Kommunikation, ich gucke gerade, ob auch Kommunikation drin vorkommt. Ja, mittelbar, ich erhalte regelmäßiges Feedback zu meiner Arbeit. Das finde ich schon bemerkenswert, das ist 14% besser als im Vorjahr, dass ich regelmäßiges Feedback zu meiner Arbeit bekomme. Das trotz der Tatsache, dass man sich halt persönlich nicht sieht. Das kann nur dadurch geschehen, dass man halt sozusagen sowohl als aus der fachlichen als auch aus der menschlich-disziplinarischen Führung heraus einfach wesentlich häufiger mit den Leuten gesprochen hat, weil man einfach erkannt hat, ich muss das jetzt auch tun, verdammt nochmal, weil ich sonst überhaupt keinen Kontakt zu den Menschen habe. Zum Abschluss, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den Chinese Curse. Das ist, der stammt so aus dem Frühjahr aus den frühen Jahren des letzten Jahrhunderts. Vom englischen Politiker wurde das Gerücht so in den 20er Jahren in die Welt gesetzt. Es ist tatsächlich ein Gerücht, dass im chinesischen Sprachraum, der war lange Zeit Botschafter oder Gouverneur zu dem Zeitpunkt in Hongkong, dass die Chinesen das als einen Fluch aussprechen würden. May you live in interesting times. Chinesisch kann ich es nicht. Das ist das, was er sagt. Und er hat das mal bei einer Rede im Unterhaus zur Sprache gebracht, als einen Fluch. Und dahinter steckt dann halt auch genau dieses Gedankengut. Das findet sich in der englischen Politik dann immer wieder. Die interessanten Zeiten sind halt Zeiten dramatischer Veränderung. Und unter dramatischen Veränderungen stellt man sich halt genau so was vor, wie wir jetzt in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Krankheit, Krise, Krieg und das Ganze ist dann halt zu 100% negativ behaftet. Ich hoffe, das ist auch so ein bisschen rübergekommen, darin stecken auch Chancen. Man kann in diesem Szenario wahnsinnig viel lernen, weil die Situation, in die wir jetzt auch aus der Führungssicht reingeworfen worden sind im letzten Jahr, Die hat so ein Brennglas auf substanzielle Schwächen und Unsinnigkeiten, um es brutal zu formulieren, gerichtet. Und ich bin guter Hoffnung, dass dem einen oder anderen auf der Management-Ebene klar geworden ist, dass das, was jetzt erzwungen wurde, vielleicht auch sinnvollerweise zukünftig weiterzuführen ist. Nicht unbedingt die Tatsache, dass man sich im Wesentlichen nur auf die Art und Weise sieht, wie ihr mich jetzt hier seht, sondern vielmehr im Hinblick auf die Frage, muss ich die Leute um mich haben aus einem Kontrollbedürfnis heraus? Wie stehe ich dazu, meine Arbeitsroutinen tatsächlich und die Arbeitsroutinen meines Umfelds tatsächlich in vernünftiger Weise zu digitalisieren und diese Veränderungen auch zuzulassen? Wie kommuniziere ich zu meinen Mitarbeitern? Wie nehme ich sie mit? Wie hole ich sie ab? Wie trete ich selber in Meetings auf? Da hat uns diese Zeit einiges gelehrt oder hätte lehren können, wenn man aufmerksam zugehört hat. Und ich hoffe, dass das der eine oder andere für sich auch verinnerlicht hat. Soweit von mir. Habt ihr noch Fragen? Vielen herzlichen Dank, Stefan, für diesen Einblick. Es gibt die Möglichkeit, ich werde jetzt die Mikros freischalten, dass ihr per Mikro eine Frage stellen könnt. Ansonsten gerne auch im Chat. Für diejenigen, die im Livestream unterwegs sind, gibt es unten links einen Button für Videokonferenz. Dort könnt ihr in den BBB kommen und auch auf Fragen stellen. Für diejenigen, die bei YouTube sind, auch dort gerne geht auf live.froscon.de. Wir sind hier im HS5. Dort nehmt ihr teil und dann geht ihr auch unten links wieder auf Videokonferenz, um in den Big Blue Button zu kommen und dort eure Fragen zu stellen. Da gerade keine Fragen im Chat aufgekommen sind, habe ich eine Frage. Ich habe aus meinem Netzwerk halt auch mitbekommen, dass es halt viele gibt, die halt MitarbeiterInnen hatten, die halt vor ihren Rechnern bzw. Bildschirm halt wirklich zusammengebrochen sind. Hast du diese Erfahrung irgendwie in deiner Firma auch irgendwie gehabt und gemacht? Okay, keine. Nee, tatsächlich nicht. Also wir hatten, was wir schon mitbekommen haben, ist ein absoluter Einzelfall, dass Menschen, die
die gewisse psychische Probleme haben, ne, dass es da tatsächlich dann wieder zu neuen Effekten kam. Also zum Beispiel beim Namen zu nennen, Depression, das kann ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte auch Zeiten, gut, Gott sei Dank leide ich nicht darunter, aber es gab Zeiten, die haben einen schon ziemlich runtergezogen, ne, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kommt überhaupt nicht mehr raus. Ne, das ist, wenn man so will, man hat Arbeit, man hat Brot, man hat eine Unterkunft, jammern auf hohem Niveau, aber das zieht einen schon runter. So einen Effekt hatten wir bei dem einen, bei ganz wenigen, ein, zwei in der Firma, wo sowas halt sowieso schon symptomatisch war, was dann sich verstärkt hat. Aber ansonsten, dass sich jemand zusammengebrochen ist am Rechner jetzt aufgrund der schieren Arbeitslast, das haben wir nicht erlebt. Ja, wie bist du damit dann umgegangen? Also hast du irgendwie Hand-on-Tipps, wie man dann von der anderen Seite damit umgehen kann? Ja, also aus meiner Sicht, das ändert sich eigentlich nicht maßgeblich zu der Situation, die sozusagen im Normalzustand jetzt ohne die Fernsituation sich darstellt. Ne? Wenn derjenige das merkt, dass er da beeinträchtigt ist, dann sollte er sich idealerweise krank schreiben lassen. Ne? Dann geben wir auch aktiv die Empfehlung. Wichtig ist dabei natürlich, dass er das für sich selbst erkennt. Und entweder dann selber reagiert, er muss das ja auch niemandem sagen, ne? Also vielleicht gibt es auch eine Dunkelziffer, aber er muss es niemandem sagen. Oder er teilt sich mit. Sowas finde ich tatsächlich immer viel besser, wenn die Vertrauensebene da ist, dass man sich mitteilt, weil dann kann man als Führungskraft auch viel eher auch in ganz entspannt unorthodoxe Wege gehen mit dem Mitarbeiter. Und sagen, komm, okay, dann lass einfach jetzt, renn auch nicht zum Arzt, bleib einfach zu Hause, das geht halt alles viel einfacher, oder mach einfach nichts, wenn man weiß, worum es geht. Generell muss man sagen, was jetzt das Thema Krankheit anbetrifft, wir hatten also es ist ja auch absurd, aber das haben ja andere auch berichtet, wir hatten tatsächlich die absolut geringste Krankheitsquote in der Tarent, Seit Beginn unserer Aufzeichnung sozusagen. Also ich habe angefangen haben wir in dem System 2014, wo die Zahlen dokumentiert sind und wie man dann so weit zurückverfolgen kann. Und 2014 waren wir 130 Leute. Ich sagte schon, jetzt im 2020 waren wir knapp über 200. Und wir hatten 2020 deutlich weniger Krankheitstage als 2014. Ne, trotz der Tatsache, dass wir viel mehr MitarbeiterInnen waren. Ja, krass. Spannend, was du so erzählst. Im Chat sind verschiedene Bemerkungen aufgekommen. Zum Beispiel, mich würde der Fragenkatalog für MitarbeiterInnen Zufriedenheitsumfrage interessieren. Diese Line wäre vermutlich schon inspirierend. Sehr gerne. Einfach meine Mailadresse ist, glaube ich, bekannt. Ne? Einfach für, wenn Valeria mich kurz anmeldet, schicke ich die gerne zu. Ist auch kein Problem. Teilen wir. Alles klar. Dann gibt es einen weiteren Kommentar im Chat. Eine Feststellung: Riechen, Schmecken und Fühlen wird weniger werden, wobei wir erst feststellen werden, wie wichtig das war. Ja, kann ich nur bestätigen. So ein bisschen ist das ja die Erfahrung, das war jetzt nicht Riechen, Schmecken oder Fühlen, sondern eher sozusagen jemanden in seiner Physis zu sehen, ne, und in vernünftige Relation zu setzen zu seiner Umgebung. Das macht halt schon, auch das macht schon einen großen Unterschied. Dann gibt es noch Grippe und Erkältung ist halt ausgefallen. Wahrscheinlich bezieht sich das auf die Krankheitstage. Genau. Dann gibt es eine Frage: Hallo, wie kann man an MitarbeiterInnen herantreten, bei denen der begründeten Verdacht besteht, dass RCS im Homeoffice nicht mehr vernünftig erreichbar sind? Also schon vor der Corona-Krise galt bei uns das Szenario, dass man, wenn man das mit dem Team, mit dem Entwicklungsteam, in dem man tätig ist, vereinbart, dass man von zu Hause aus arbeiten kann. Es unterlag keiner Kontrolle und keiner Restriktion und auch keiner Anzahl von Tagen oder sowas.
Theoretisch konnte man das auch aus einem europäischen Ausland heraus machen, wenn man das will. Da gilt wirklich das Vertrauensprinzip. Das wird sehr, sehr selten missachtet. Im Laufe des letzten Jahres habe ich das gar nicht wahrgenommen. Tatsächlich hatten wir keinen einzigen Fall. Wenn das eintritt, wir hatten solche Fälle in der Vergangenheit schon mal, aber da eher unter diesem freien Konstrukt, was ich gerade beschrieben habe. Also wenn man die Leute gar nicht erreicht, ist echt doof, ne? Weil dann fehlt einem auch irgendwie jegliche Handhabe, ne? Wenn die noch nicht mal, wenn man in der Personalabteilung nachfragt und noch nicht mal jemanden unter der privaten Nummer erreicht, dann macht man sich eher Sorgen. Wenn man denjenigen dann trotzdem erwischt und feststellt, du hältst Termine nicht ein, du enttäuschst die Kundenerwartungen, weil du auch dort nicht präsent bist in den Remote-Veranstaltungen, dann hilft es im Grunde genommen nur mit der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin ein ernstes Gespräch zu führen, wie man das in Präsenz genauso tun würde, wenn man ganz kontinuierlich oder das Team ganz kontinuierlich von der Arbeitsleistung nicht überzeugt ist. Und dann muss man versuchen, verstehen, woran liegt denn das? Da sind wir wieder beim Thema Offenheit, ne? Ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bereit, sich zu öffnen und zu erklären, warum er sich da so zurückzieht, ne, wenn es dann wie um Krankheit, Physis, familiäre Probleme geht, kann man über alles sprechen, irgendwelche Sonderlösungen zu finden, im halbwegs vertretbaren Maße. Wenn er sich dazu nicht äußert und einen faktisch abblitzen lässt, dann bleiben einem in letzter Instanz nur die klassischen disziplinarischen Maßnahmen. So doof das ist, ne, nur wenn es dann nicht gelingt, eine Gesprächsebene aufzubauen, um die Ursachen zu finden und das Problem zu lösen. Oder wenn wir das Problem nicht lösen können, am Ende ist kein Unternehmen eine Therapieanstalt, wenn es jetzt um bestimmte Rahmenbedingungen geht und wir können auch keine äußeren Probleme andererseits im familiären Umfeld lösen, aber wir können zumindest dann Verständnis haben und gegebenenfalls Raum schaffen, zeitlichen Raum schaffen für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dieser Sachen Herr zu werden. Wenn das alles nicht fruchtet, dann hilft am Ende nur die Abmahnung. So ist das. Und im schlimmsten Fall die Kündigung. Also dem einen Fall, auf den ich gerade Bezug genommen habe, der auch tatsächlich aus der Homeoffice-Situation heraus nicht funktioniert hat, da haben wir am Ende eine Kündigung ausgesprochen. Nach drei Abmahnungen eine Kündigung ausgesprochen. Das ging nicht alles. Wir wussten aber auch nie, woran es lag. Es wurde nicht offensichtlich. Wurde immer weggeredet. Rechtfertigung, die eher absurd klang, dann hilft alles nichts. Aber Gott sei Dank, diesen Schlechtfall, den habe ich jetzt persönlich in den 8 Jahren, die ich jetzt bei der Tarent bin, nur ein einziges Mal erlebt, wo aufgrund einer solchen Konstellation wir tatsächlich eine Kündigung aussprechen müssen. Aus meiner Sicht ist es vielmehr so, gehört ja typischerweise auch zu den Ängsten, ne, die Führungskräfte haben. Es lohnt sich, den Leuten zu vertrauen. Es gibt dabei ein Problem, das ist ganz spannend. Und ich glaube, darunter hat das eine oder andere Unternehmen auch schon gelitten. Wenn die Mitarbeiter eigentlich genervt sind von der permanenten Kontrolle ihres Chefs, der ihnen im Nacken sitzt und kontrolliert, was sie tun, sie dann in diese Homeoffice-Situation kommen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, das finde ich auch einen psychologisch total nachvollziehbaren Effekt, dass sie dann auch mal die Fünfe gerade sein lassen. Weil das ist dann so eine kleine Rache. Ne? Der hat mich die ganze Zeit kontrolliert, der Arsch. Und jetzt schiebe ich mal eine ruhige Kugel, weil jetzt kann er mir auch nicht immer über die Schulter gucken. Ne? Mit anderen Worten, da rächt sich auch das Managementverhalten vor der Krise in so einer Situation. Wenn man vor der Krise den Leuten schon Vertrauen geschenkt hat, dass ihr macht euren Job schon, ich muss euch nicht die ganze Zeit auf die Finger schauen, dann ist das für die auch völlig selbstverständlich, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann zu Hause denselben Job zu tun wie vorher. Dankeschön. Die Folien zum Download, ich habe sie hochgeladen.
Ja, das haben wir schon im Chat geschrieben. Also die Folien gibt es zum Download, den findet ihr im Fahrplan. Auf die Veranstaltung gehen und dann findet ihr die rechts unter Files. Die Aufzeichnungen werden unter YouTube hochgeladen und auf mediaccc.de werden sie auch hochgeladen werden. Und da werden sie auch lange bleiben. Wahrscheinlich werden wir es in der nächsten Woche aller spätestens hinkriegen, dass die hochgeladen sind. Vielleicht auch schon heute. Mal gucken. Gibt es weitere Fragen von euch? Wenn noch ein paar Leute tippen, würde ich die gerne abwarten. Weil gerade nur Ja, ich bedanke mich auch von meiner Seite. Okay, ja, ich glaube, es kommen kaum noch Fragen rein. Es bedanken sich gerade alle. Deswegen vielen herzlichen Dank dir, Stefan, für diesen sehr interessanten Vortrag. Also für mich aus meiner Sicht. Ich hoffe, da spreche ich den anderen Teilnehmenden auch aus dem Herzen. Genau. Ah doch, es gibt noch eine. Gibt es eventuell den einen oder anderen Hebel, den man als Mitarbeiter nutzen kann, um traditionelles Management in Richtung Vertrauen anstelle von Kontrolle zu bewegen? Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also ich selber mache ja auch Management-Coachings und auch Team-Coachings. Ich vertrete immer eher die These, dass das fast unmöglich ist. Wenn das Management das nicht will, das nicht zulassen möchte, dann bekommt man ja gar nicht die Chance, sozusagen, bekommt man gar nicht die Chance, sich zu beweisen, dass man einfach das Richtige tut, auch ohne, dass jemand das kontrolliert. Was wohl in der Vergangenheit, es gibt so ein Beispiel, das kennt ihr vielleicht, die in der Otto-Gruppe, die Otto-IT, da sagt man, dass die tatsächlich von unten nach oben sich sozusagen in eine agil ausgerichtete Organisation entwickelt haben soll. Das wäre dann genauso ein Weg. Da haben sich dann erstmal Entwicklungsteams zusammengetan, die haben es dann geschafft, mit viel Selbstbewusstsein agile Methoden einzuführen und auch agil zu arbeiten und dann auf die Art und Weise ihrer jeweils vorgesetzten Schicht abgetrotzt, dass man in einem höheren Maße selbst organisiert und von Eigenentscheidungen getrieben die Software entwickelt. Was dann offensichtlich dazu geführt hat, dass dort sich eine Haltungsänderung mit der Zeit eingestellt hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Urban Story ist oder ob das wirklich so war. An anderer Stelle habe ich das so noch nie erlebt. Ich fände das großartig. Ich habe immer nur erlebt, dass die Teams das versucht haben und wenn der Manager da keinen Bock drauf hatte oder sich da unsicher fühlte, dann hat er am Ende doch wieder Kontrollmechanismen eingezogen und eigentlich die Methode so ein bisschen konterkariert. Aber ich kann da keine Anleitung zu geben. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, und das wäre für mich der plausibelste Ansatz, aber das habe ich, wie gesagt, auch noch nicht in der Praxis gesehen, dass man es schafft, als Mitarbeiter dem wirklich ganz offensiv der Führungskraft so ein Experiment vorzuschlagen. Sagen, komm, lass uns da folgenden Themenkomplex rausgreifen und lass uns das regeln und du hältst dich raus und guck mal, was passiert. Ja, vielleicht, wenn er sich darauf einlässt, dann besteht eine Chance, an der Stelle gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Das bedeutet ja auch, dass ihr das Vertrauen haben müsst, dass er am Ende nicht doch reingrätscht und sagt, nee, also so wollte ich das jetzt doch nicht, jetzt mach was ganz anders, weil dann ist jeder, der diesen Weg angefangen hat zu beschreiten, sowieso demotiviert. Ein Schiff wahrscheinlich gerade eh liest. Ja, genau. Also es steht gerade im Chat, das Management vielleicht nicht, aber die einzelnen Personen im Management schon, muss nur deren Ziele adressieren. Ja, gut, aber die Haltung muss halt da sein. Ne? Das ist halt, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und ich selber komme aus dem klassischen Management. Also ich kenne Konzernstrukturen, war selber Manager in der Konzernstruktur. Das ist wahnsinnig, das ist
das ist wahnsinnig schwierig, weil einem auch sozusagen die Peers auf derselben Ebene auf die Finger gucken. Ne? Und wenn man dann solche Experimente macht, und im Zweifelsfall gehen Experimente auch mal schief, ne, dass man dann auch noch am Ball bleibt. Ne? Und da wird man direkt in einer klassischen Managementstruktur, macht man sich angreifbar als Führungskraft. Das ist wirklich nicht einfach. Vielen Dank für deinen Input, Stefan. Ja, ich danke euch. Genau. Wer noch Fragen hat, kann sich gerne auch bei mir per Mail melden. Alles klar, dann vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag und ich wünsche allen Teilnehmern noch einen schönen Tag. Tschüss! Ebenso, ciao, ciao!